Willkommen zurück zu Avatar. Ich bin Alfredo und wir befinden uns nochmal in der schönen Prärie. Denn ich würde jetzt gerne was herausfinden. Und zwar muss man Vogel landen. Nee. Könnt ihr euch sprechen denken? Hier ist ja noch ein Lager. Wir sind Stufe 18 jetzt. Das Lager war Stufe 19. Wir da vielleicht was machen können jetzt. Wäre wünschenswert für mich. Gut, das Lager gerne fertig. Vielleicht sogar mehr. Ich kann sich ja eigentlich voll gut ansneaken, ne? Das Lager. Auch mit Flugtier. Eine Erzgrube mit Verwertungsanlage. Sollte diese ganzen geschützt werden. Es sieht noch übel da draußen. Vergesst nicht eure Regenklamotten. Suche? Was für eine Suche? Ich will vielleicht doch den ins Bogen holen sollen, ne? Und den Speer noch hier. Oh, der macht uns direkt schlechter, toll. Ja, auch toll. Stürzt nicht ab. Alarm auf der Bahn. Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft. Ist nicht hier drin? Was ist hier drin? Komm schon da ran. Gut, das war jetzt erschaffen. Thank you.
Auf. Bin ich gerade zwei Soldaten hier? Ah. Naja, egal. Oh, mein Ausdauer geht dafür runter. Das ist jetzt. Jo, er hat meine komplette Ausdauer einfach wieder leer gemacht. Was? Jetzt wusste ich, dass das passiert. Sollte es ja passen, oder? Oh, haben wir den auch erledigt. Sehr schön. Samson 1-6 meldet sich zur Evakuierung. Situation ist durch. Abzug im Gange. Ja, alles ist durch hier. Sehr schön. Und dann hoffentlich nur bald noch das andere Ding, ne? Das wäre cool. Das wäre echt cool, wenn wir es hinkriegen würden. So. Ich glaube, ich war zu laut. Naja, immerhin etwas haben sie da gelassen. Ja, was soll's. So. Zack. Ich weiß immer noch, was dieses Gitter da bedeutet. Ach, eine Schrotflinte. Hm. Ups. Oh, lol. Hätte ich meine Schrotflinte ersparen können. Toll. Hätte ich mir das echt sparen können. Scheiße. Schade. Schade. Aber hey, da haben wir das auch erledigt, siehst du mal. Und dann können wir jetzt auch hier hingehen, dann können wir dann da auch noch was machen, ne? Junge. So. Schreckenspferdereiten ist eine Kunst. Keine Widerrede. Zum Medizin. Da sehe ich noch irgendwas, okay. Die hier nix für mich. Ah, hier ist Ase. Ja, den hab ich sogar. Hab ich den sogar dabei vielleicht? Ne, leider nicht. Schade. Wo hab ich denn jetzt gesehen? Da.
drin. Wie komme ich da rein? Also dieses Bastzeug, genau, stimmt ja. Der Bast habe ich ja. Autsch. Na gut, so haben wir das auch geholt. So, guck mal, ist das auch mal erledigt hier. Und dann machen wir den hier. Ah, da muss ich auf jeden Fall noch ein Level up machen. Glaube ich. Da sage ich Scheiß drauf und gehe einfach rein. Ist im Grunde auch nur einfach alles da, ne? Das ist Überleben wird halt schwerer. Gott weiß, dass Krieg Wahnsinn ist. Das ist alles Krieg. Krieg ist Wahnsinn. So. Okay. Hui. Ja, meine Nahrung. So. Was ist mein Heil? Ernsthaft, ich bin hier runter, du landest da oben. Irgendwer ist das da. Dafür wirst du nicht gestreichelt. Ja, ja! Yo! So als Quest, oder? Na, was muss ich tun? Ist die Frage, ne? Ich bin echt, das ist wieder. Das ist zwar eine Mission, die wir jetzt hier haben, aber. Ich habe ja gar kein Missionsziel oder so. Seht ihr ja selber. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Möglichkeit. Hm. Wow. Gut, hat sich das ja schon mal geklärt. Nice. So, dann würde ich sagen. Immer noch mehr Quests. Wir müssten den Bogen herstellen. Also das ist genau, was ich haben wollte. Okay, nehmen wir den auf. Feind meines Feindes, so machen wir das. Dahin. So. Da sehe ich eine Kiste, die ist glaube ich nicht für mich. Wir lassen die Bäume jetzt auch mal. Hey Priya. Schlechte Neuigkeit. Ja. Hey Priya. Schlechte Neuigkeiten. Der Außenposten ist leer. Wirklich? Wie? Warum? Aber was noch? Nein. Ich sehe mich mal um. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir befürchten. Ich denke nicht. Wenn das nur ein Tier war, hat es für jede Menge Schaden gesorgt. Es hat vielleicht zu tun mit... Die RDA ist mit den Fahrzeugen weg. Sind sie nach dem Angriff geflüchtet? Hey, der Außenposten wurde von einem Thanator angegriffen. Hat für viel Schaden gesorgt. Aber es gab nur wenig Verluste. Wie? Ein einziger Thanator? Wow, das muss ja ein Monster gewesen sein, wenn alle flüchten. Ein Männchen, aber vielleicht war es auch ein Weibchen? Warte, ist auch egal. Wo ist die RDA hin?
Sie sind mit den Fahrzeugen weg. Ich folge dem Ölgeruch und gebe dir Bescheid. Also werden wir nochmal Tornado bekämpfen müssen. Uff, okay. Weiß nicht, ob ich ready dafür bin. So. Ja, ja. Wo fuhr denn die Audi hin? Dahin? Warum musst du jetzt nachladen? Hey, bist du im Sumpf? So, habt ihr noch was für mich? Das ist nett. Dann noch habe ich gesehen. Im Grunde. So, was haben wir? Bomben da. Reitschadenbombe. Warte, warte, wir haben noch Reitschaden. Wir haben nur Reitschaden ausgesetzt. Ist das doch besser? Warum wird mir gesagt, dass das besser ist? Ich habe einfach 10% mehr Energie dadurch. Muss nicht verstehen, oder? Ja. So. Ja! Wirkt ziemlich ruhig. Ach, hier sind wir. Erwartet. Mhm. Okay. Hauptsache, sie wollen direkt durch Action. Ne? Nachjagen. Ich werde mehr herausfinden und das hier lassen, falls wir weiterziehen müssen. Nichts zu berichten. Kein Kontakt bis jetzt. Das wird mir noch Ärger einbringen. Verfolgt von diesen durchgedrehten, wie nennen sie es? Hunter Delta. Freak. Stellt Fallen auf oder Köder. Lockt es. Ist mir ganz egal wie. Schnappt es euch endlich. Ansonsten müssen wir später auf die Jagd gehen. Versteckt sich in der alten Psyops-Anlage. Das Ding ist ein Albtraum. Rückmeldung in 2 Stunden. Bereithalten für Abzug. Sie hat sich eine Karte angesehen. Die alte Psyops-Anlage ist nicht weit entfernt. Im Südwesten. Ich muss rausfinden, was sie mit dem Ding gemacht haben. Bis bald. Will mehr über Kraken wissen. Hey, tut mir leid, Priya. Oh nein, bitte sag sowas nicht. Der Thanator war schneller. Er ist leider tot. Ich hätte gleich jemanden schicken sollen. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, aber ich wollte nicht grundlos Panik machen. Hier war eine Nachricht für dich. Über einen Oktopus? Oktopus, ja. Er wusste nicht, dass sie 3 Herzen haben und Werkzeuge verwenden. Biokram. Er erwähnt auch eine Psyops-Anlage südwestlich von hier. Dort vermutet die RDA den Thanatoren. Der Thanator ist offensichtlich mobil, also bleibt da nicht zu lang, okay? Genug Verluste für heute. Psyops-Anlage.
Haben wir noch nicht gefunden, oder? Nee. Ich will mich ja dem Tanator stellen. Na gut. Oder ist es dann wirklich irgendwie gar nicht, was uns dann hierzu führt? Am Ende? Hm. Und da verkümmert die sanfte Reise. Was bringt uns das? Oder kriegen wir dafür dann Spitzen? Ja. Ein wilder Thanator mit sauberen Kill. Das ist schon. Uff. Oh ja, das zu probieren. Los, Nemon! Jetzt müssen wir nur ein bisschen. Fluggerät erfunden haben. Was haben wir dann so hier? Na, kannst du hier kommen? Bitte schön, Nemon! Fluggeräte. Ja. So, was bist du denn? Was denn, hä? Ist jetzt doof. Wenn du einen Ekran reizt, kannst du die Skorpion ausschalten, solange sie taumeln. Okay, das war schon mal nix. Schade. Okay. Ja, ja! Ja, ja! Oh, hier war ich aber auch schon. Das ist ja, hier war ja, wo wir angefangen haben. Mit der Quest. Ich glaube, ich bin einfach zu stark, ey. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach zu stark. Diese Fluggeräte. Ich bin dein Schicksal. Ihr seid zu nah dran. Dann also. Okay, müssen wir noch lernen. Ja, gut, aber jetzt noch ein neuer Ding anfangen, keine Ahnung.
Wir sollten mal hier noch hier oben gehen. Wir waren nochmal hier oben. Mal kommst du da nicht vorbei sein, oder nicht? Ja. Ja, jetzt mal Kopf. Okay. Immer hier. Gestern wollte ich Dämmerfrüchte pflücken, aber sie waren verkümmert. No. Die Blätter grau. Klingt nach dem so. Dann gehen wir einfach mal nach in die Richtung. Ja, muss man noch da. Da kommt einfach noch ein bisschen die Folge jetzt. So, 1,8 Meter, das erspart mir gerade ja nicht viel. Ich vermute mal, dass ja hier noch irgendwas drauf sein wird. Ja, komm, ich wenn nicht nur. Oder? Ja, zumindest für mich ist das komisch. So, war noch ein Loch, sehen wir nix, tatsächlich. Ja. Ist echt nix. Was? Das finde ich echt sehr komisch gerade. Aber Hauptsache selbst hier ist verdorben. Okay. Was verdirbt denn hier eigentlich? Ja. Ich sehe gerade. Da oben. Da. Ja. In die Richtung. Okay, jetzt höre ich auch was. Warte mal. Oh. Das haben wir nicht mehr für zu machen können, oder? So. Theoretisch. So, da muss schon hin. Zack. Machen wir nochmal. Dip, dip, dip. Das war ja super simpel. Kosten mal 5, hey! Wenn wir uns endlich mal die Dinge setzen jetzt. Cool. Na, ist ja das gemeint oder machen wir nicht mal. Dann setzen wir uns an die. Dann haben wir noch einen Titz bekommen. Deswegen glaube ich, hier, das hier werden wir auf jeden Fall voll kriegen. Audiologs wird man wohl auch voll kriegen. Ich habe zuerst 20, aber es gibt insgesamt irgendwie 32 oder so. Und man kann die, es gibt wohl welche, die man verpassen kann, aber es sind wohl genug da, dass du auch außerhalb der verpassbaren die Quest hinkriegst. Das finde ich halt auch so ein bisschen problematisch, das ist halt so Geräusch, den einfach in die Front zu schießen, ne? Aber dabei ist es ja gar nicht so. Wie hast du das gemerkt? Weißt du, bin... So viel zu, wir bewegen uns lautlos, weißt du?
Kanonzonen. Money, Mods, Essen, Leben, Munition und das ist auch gar noch okay. So, dann noch da rüber. Da, ne? Nicht. So, ist das so ein Ding. Ich schätze mal, die Lüfter kaputt boxen, was? Das ist okay. Was wollen wir da machen? Jetzt war's das. Sehr schön. Du, ich habe beobachtet, wie du sie überfallen hast. Ich hatte dasselbe geplant. Das war mir bewusst. Ich wollte sie loswerden. Ich dachte, Ewa hätte mir den Wunsch erfüllt. Aber dann habe ich dich gesehen. Hat dich der jammernde Hastu geschickt. Die naseweiße Famuk. Beide. Ah, egal. Die Himmelsmenschen sind weg. Früher war das ein friedlicher Ort. Hier habe ich meine Frau getroffen. Wenn ich zornig war, pflückte sie hier Blumen und sagte, ich dürfe erst wieder meckern, wenn sie verwelkt waren. Dank ihr war ich ein besserer Mann. Sie ist jetzt bei Ewa. Hier, für dich. Offensichtlich gehst du gern jagen. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Dankeschön. Ja, das war jetzt aber auch nicht so berauschend, muss man leider sagen. Ja, schade. Haben seine Mappe, seine Dings bekommen. Das ist ja schon mal was. Weiß nicht, ob ich Schmuck noch brauche. Ne, voll okay. Ah, dann haben wir noch einen Jagdantrag. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann ist da noch was direkt. Okay, was war hier? Ja, das Computerterminal. Gehen wir da hin. Den Setzling noch, stimmt. Bisschen Wald soll ich jetzt einfach hier mal so ein bisschen rum, würde ich sagen. Dass wir so langsam aber sicher alles fertig kriegen. Ich hätte gerne mal einen anderen Bogen. Ich bin Langbogen-Fan, muss ich ganz klar sagen. Ich hab da keine Waschkarte drauf. Ne? Und ich würde gerne einfach noch richtig schön dicken Langbogen haben. Dann würde ich mich auch einfach. Gut, in das Lager haben wir ja versucht, kommen wir da gar nicht mehr rein. So. Ja, das sind wahrscheinlich die Sachen, wo wir dann Spitzenfähigkeiten kriegen, die wir freischalten müssten. Das sieht für mich eigentlich so die einfachste Methode, glaube ich, aus. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge erstmal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.